Ja, hallo meine lieben GeolebenTV-Zuseher, schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Natürlich begrüße ich auch neu Hinzugekommene, die meinen Kanal quasi erst jetzt entdeckt haben. Und da freue ich mich natürlich auch darüber, solltest du meinen Kanal auch diesbezüglich gleich mal abonnieren, wäre grundsätzlich natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Ja, was ist das Thema dieses Videos? Ich mache nicht zum ersten Mal ein Video über sogenanntes Blackout, ja, sondern es ist mir in diesem Video eben auch wichtig, gerade das wieder ein bisschen herzuholen, eben nicht nur im Punkto eines Blackouts, sondern eben auch der ganzen Brisanz, der ganzen Energiegeschichte, den unglaublichen Preis, Erhöhungen im Energiesektor, im Lebensmittelbereich, im Endeffekt in jeglichen Bereich, ja, dass wir seit, sage ich jetzt mal, 2 Monaten sicherlich gut hier ganz massiv alle verspüren, egal ob ich einkaufen gehe, wenn ich an die Tanke fahre, dann kriege ich sowieso jedes Mal eine leichte Retraumatisierung, weil es mich immer wieder so unglaublich schreckt, wenn ich mir vorstelle, dass ich für einen vollen Tank ja gute 80, 90 Euro hinblättere. Ja, also da passiert unglaublich viel. Politiker bereiten uns darauf vor, wir sollen uns warm anziehen, wir sollen uns kalt duschen, dieses und jenes. Also auf die politische Situation möchte ich diesbezüglich hier nicht eingehen. Da kann sich jeder natürlich so seinen eigenen Teil dazu denken. Tatsache ist, dass wir von diesen Teuerungen, von dieser Energiewende ja im negativen Sinne jetzt mal alle betroffen sind, ob wir das nun möchten oder nicht. Natürlich die sehr, sehr gut Verdiener, die wird es wieder weniger schrecken, aber so die Normalos wie ich und du, ja, die jetzt da nicht 7, 8, 9.000 Euro im Monat zur Verfügung haben, die werden sich da massive Gedanken machen müssen. Vielleicht auch die besser Verdienenden in der nahen oder mittleren Zukunft eben auch. Ja, also ich möchte mit euch ein bisschen drüber reden, was man so tun kann, vor allem was ich auch tue, aus einer relativ, ja, was sage ich jetzt, ich bin jetzt hier kein Prepper, Profi, kein Überlebenskünstler, ja, in dem Sinne, der mit dem Messer zwischen den Zähnen in die Wälder abhaut und hier Überleben trainiert, sondern ich bin diesbezüglich ein Normalo, der sich halt so in einer gewissen Art und Weise jetzt doch schon seit, sag mal, seit gut 1,5, 2 Jahren vielleicht auch schon mit Blackouts und mit dem Ganzen in irgendeiner Art und Weise immer wieder eben auch beschäftigt und eben auch schon 2 Videos, glaube ich, eben auch hochgeladen hat. Was mir in dem Video jetzt auch wichtig ist, hier mal auch so die Menschen anzusprechen, die sich so einer gewissen spirituellen, esoterischen Szene zuordnen, wo ich ja auch so ein bisschen drinnen bin, ja, natürlich so diese spirituellen, psychologischen Perspektiven, Gesichtspunkte eben auch, dass man, wie zum Beispiel eben auch sagt, naja, wo man seinen Fokus drauf lenkt, das zieht man ja dann eben auch an. Und hier sind dann immer wieder Fragen, die auftauchen. Naja, wenn ich mich mit dem Ganzen beschäftige, mit Blackout, mit, dass es knapp werden kann, dass irgendwann einmal der Strom ausgeht, also wenn ich mich sozusagen mit diesen sogenannten negativen Dingen auseinandersetze, dann ziehe ich das doch in mein Leben. Also ist das doch auch nicht gut, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich jetzt Vorräte anlege und was auch immer dagegen tue, ja, weil ich es ja dann quasi in mein Leben hole. Naja, das ist für mich relativ einfach zu beantworten, auch wenn ich mich in einer gewissen Art und Weise natürlich auch spirituell auseinandersetze und auch mein Leben auch teilweise danach gestalte, kann ich ganz klar sagen, ich glaube nicht, ja, dass die Katastrophe vor jemandem, der sich nicht damit beschäftigt, Halt macht, wenn links und rechts und was weiß nicht, das Gas ausgeht, wenn es kalt wird, wenn nicht mehr gescheit geheizt werden kann.
wenn wirklich vielleicht mal ein Blackout da ist und dann man nicht mehr in den Supermarkt gehen kann, sich die nötigen Lebensmittel zu besorgen, wenn man plötzlich nicht mehr mit jemandem am Handy telefonieren kann oder auf seinen Social Medias, ja, seinen täglichen spirituellen Kick sich abholen kann, das wird dann vor den Menschen auch nicht Halt machen, die eben gesagt haben, naja, ich beschäftige mich nicht damit, weil dann ziehe ich ja das in mein Leben. Auch für diese Menschen werden die Lebensmittelgeschäfte, na, eben auch düster bleiben. Das ist mal Fakt, ja, das kann man mal ganz klar sagen. Was natürlich ein Unterschied ist, das ist immer, wie gehe ich mit der ganzen Sache selber damit um? Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen, springenden Punkt. Es ist so, warum, was ist mein Motiv? Ja, warum mache ich was? Ja, wenn ich jetzt sage, nein, ich beschäftige mich mit dem Ganzen nicht, weil da ziehe ich es ja in mein Leben. Ja, da kann ich dann einfach nur ganz klar, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wenn jemand so, ja, so reagiert, ja, oder eben dann so agiert, dann macht er das, auch wenn er sich spirituell nennt, aus einem Angst, aus einem Mangel- und Angstbedürfnis heraus. Ja. Und das ist natürlich nie gut. Ja. Und das geht schlussendlich. Mache ich das Ganze, weil ich so unglaublich Angst habe, weil ich Befürchtungen habe, wenn ich etwas nicht tue, dass ich dann sozusagen unter die Räder komme? Oder mache ich es aus einem Bewusstsein heraus, das sehr wohl weiß, dass das Leben ja nicht jeden Tag Rosinen und Eiscreme bietet, sondern natürlich für jeden seine Herausforderungen hat, Up and Downs präsentiert und ich aber entscheiden kann, wie ich mit diesen Gegebenheiten umgehen möchte, ja, dann ist das eine ganz andere Sache. Und da, wenn ich diesen Blickpunkt, ja, dieses innere Standing, dieses Verständnis habe, dass ich sage, ja, natürlich ist das Leben ein Up and Down und es hängt immer davon ab, wie ich darauf reagiere, wie ich dadurch agiere, wie ich damit umgehe. Und so ist es natürlich auch ganz klar aus diesem Verständnis heraus zu sagen, naja, wenn das passieren kann, ja, dann ist es natürlich nur schlau und intelligent, jetzt auf eine ganz unspirituelle Art und Weise hier auch vorzusorgen. Wenn ich weiß, dass das passieren kann, dass die Lebensmittelgeschäfte plötzlich für ein, zwei, vielleicht auch für 3 Wochen oder noch länger zu haben, hier sich einen gewissen Vorrat an Lebensmitteln eben auch zuzulegen, nicht aus einer Angst heraus, sondern aus Vorsorge heraus, ja, der einfach sagt, es kann ja alles passieren und dann habe ich halt, sage ich jetzt mal, 4, 5 Kilo Nudeln zu Hause, 3, 4 Liter Öl, ja, was auch immer, also so diese Grunddinge, die auch einmal einen längeren Zeitraum natürlich auch halten. Und ich habe so einen Wasservorrat von 20, 30 Liter da. Ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, Wasser, wir leben ja in einem wasserreichen Gebiet, eben aus einem Bach, Fluss oder See zu entnehmen und das Ganze dann eben auch zu reinigen oder was auch immer. Also wenn ich das aus einer Vorsorge einfach auch mache, die nicht auf Angst beruht, sondern aus einer gewissen Schlauheit, Raffinesse und ja, einem Bewusstsein, um auf der spirituellen Ebene zu bleiben, dann ist das wichtig und dann ist das einfach schlau. Und da kann ich nur sagen, die Leute, die dann da sitzen und sagen, nein, das mache ich nicht. Also ich bin so bewusst, also ich brauche das alles, alles, alles nicht. Naja, wenn sie dann die Konsequenzen auch tragen und ertragen, dann ist das absolut in Ordnung. Aber wenn dann jemand dann da sitzt und jammert und jetzt habe ich versucht, hier eben nicht den Fokus auf diese möglichen Szenarien zu lenken und jetzt ist es trotzdem passiert und, aha, und jetzt geht es mir total schlecht und ich habe nichts zum Essen. Naja, das ist dann zumindest ein Hinweis, dass es mit der eigenen Bewusstheit nicht allzu weit her ist. Ja, so sehe ich das in dem Sinne einfach mal ganz klar und eindeutig. Vorsorge ist aus einem guten
Bewusstsein heraus, ja, aus einem Bewusstsein, dass das Leben eben Up and Downs bietet, einfach heraus, einfach gut und notwendig und braucht und hat eben auch eine gewisse spirituelle Reife, so sage ich jetzt einfach mal dazu. Ja, und ich habe mich jetzt immer wieder so peu à peu so ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe angefangen vor jetzt schon Monaten, vor einem Jahr, mir Lebensmittelvorräte, so einen kleinen Stil zuzulegen, sodass ich weiß, okay, ich habe einige Dinge, dass ich jetzt locker mal zwei, drei, vier Wochen schaffen werde, wobei ich von mir natürlich auch weiß, ich kann auch zwei, drei Wochen ohne Nahrung mal überleben. Das wäre so die Erfahrung, die ich auch selber in mir abgespeichert habe. Also das mit der Nahrung ist so die ersten ein, zwei Wochen nicht mal so gleich das ganz, ganz Schlimme. Wobei es trotzdem natürlich in einer stressigen Situation, was ein mögliches Blackout eben auch ist, ja, dass man da ein bisschen was zum Essen hat. Weil wenn man sich dann mit nichts essen auch noch befassen muss, ist natürlich die Stresssituation dementsprechend höher und belastet natürlich auch den Körper zusätzlich. Also hier Lebensmittel sich anzuschaffen, sollte man tun. Es ist immer noch Zeit. Es gibt immer wieder sogenannte Prepper, die sagen, ja, eigentlich ist es ja schon fast zu spät. Nein, um diese Dinge umzusetzen, ist es nie zu spät. Es ist nie zu spät, etwas anzufangen. Also Lebensmittel sich anzuschaffen, Wasser sich anzuschaffen. Wer diesbezüglich einfach genauer wissen möchte, was da wichtig ist, schaut einfach mein Video. Ich werde, wenn ich es nicht vergesse, es oben hier verlinken. Die anderen Sachen, die ich einfach auch noch so ein bisschen zusätzlich bekommen habe, so eine gewisse Stromunabhängigkeit, jetzt in einer gewissen Art und Weise, die schauen wir uns einfach ein bisschen an. Strom habe ich, habe ein bisschen mehr Gas mir zugelegt, um auch für längere Sicht einfach auch hier stromunabhängig kochen zu können. Ich kann Strom generieren, das schauen wir uns alles so ein bisschen an. Und da möchte ich noch dazu sagen, es ist so dieses jetzt einfach auch, ich habe da jetzt am Balkon 220 Watt Solarpanels stehen mit zwei Batterien, jeweils 75 Ampere. Das heißt, ich kann da ganz gut Strom generieren und ich speise das Ganze nicht in das Netz ein. Diesbezüglich gibt es ja jetzt in den letzten Wochen plötzlich immer wieder auf einmal, ja, diese Informationen, Nachrichten, ja, das kann verboten sein, das darf man nicht. Und ja, da merke ich schon, da möchte der Staat, der uns die Suppe ja im Endeffekt eingebrockt hat, schon wieder zum Regulieren beginnen. Das heißt, ich speise meinen Strom nicht ein. Ich habe dazu jetzt im Augenblick mal zwei Batterien, mit dem speichere ich das und hier werde ich all meine Dinge laden, Handy, Notebook, dann so kleine Akkus, ja, Ladegeräte und alles, was ich so anstecken kann, ja, und auch so Dinge, die ich so benötige, um hier einfach Strom selber zu generieren. Und Leute, glaubt's mal, ja, das ist auch für die Psyche unglaublich gut. Also mir tut es gut, weil ich weiß, ich habe da gewisse Dinge wieder unter meiner eigenen Kontrolle. Weil das ist so ein ganz wichtiger Punkt, immer in solchen Situationen, ja, gerade Corona oder was auch immer, wir sind ja mehr oder weniger jetzt schon seit über 2 Jahren in einem Ausnahmezustand. Ja? Und ein Ausnahmezustand ist eben auch, oder ein Stressausnahme und Zustand hat auch immer damit zu tun, dass sich hier gewisse Dinge, eine gewisse Kontrolle abgeben muss, dass ich die Kontrolle nicht mehr habe über gewisse Sachen. Das haben wir, wie gesagt, bei Corona gemerkt, ja, dass da vieles aus der eigenen Kontrolle wegfällt bis hin zur angedrohten Impfpflicht. Ja? Also dass man da gemerkt hat, wow, also ich kann nicht einmal mehr über meinen eigenen Körper entscheiden. Und das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt, dass man wieder das Gefühl kriegt der Selbstermächtigung, der Selbstkontrolle. Und das merke ich, wenn ich da was tue. Ja, wenn ich, wie gesagt, hier meinen eigenen Strom draußen am Balkon
generiere, dass ich eben hier selbst ermächtigt bin, dass ich hier selbst verantwortlich und Dinge in meiner eigenen Kontrolle habe. Sollte der Strom ausfallen oder sollte er so teuer werden, dass man ihn kaum sich mehr leisten kann, dann weiß ich, ich kann die notwendigsten Dinge hier mit meiner eigenen kleinen Solaranlage am Balkon, die ich nicht in das öffentliche Netz einspeise, hier auch gewissen Strom erzeugen, den ich benötige und den ich brauchen kann. So, dann schauen wir jetzt einfach mal auf den Balkon raus. Also bei mir ist das jetzt alles so ein bisschen vogelwild, sage ich jetzt mal. Es funktioniert alles. Ich habe jetzt nicht alles wahnsinnig verbaut, weil ich die Solarpanels einfach auch immer wieder der Sonne ausrichten möchte. Und jetzt im Augenblick haben wir da einfach mal die zwei Panels, die sind einfach mal so angelehnt. Ja, das sind 220 Watt. Das ist jetzt im Augenblick einfach ausreichend. Ja, bin am Überlegen, ob ich mir noch so 100, 200 dazu besorge, das sehe ich dann eh. Das ist alles mal zusammengehängt. Wie gesagt, das ist da alles einmal ziemlich offen. Ja. Und da unten haben wir die zwei Batterien. Ja, jeweils 75 Ampere Gelbatterien. Ich habe das sehr, sehr günstig erstanden, funktioniert. Da habe ich einen Wechselrichter da hinten, da habe ich auch noch so ein kleines Panel. Ja, zusätzlich, da habe ich einen Wechselrichter, der funktioniert bis 2000 Watt. Das heißt, der wandelt quasi den Strom um, sodass man ihn auch gebrauchen kann. Hier haben wir zwei 220 Volt Stecker. Wenn es wirklich mal sein sollte, kann ich auch meinen Staubsauger oder was auch immer anstecken, wenn es ganz wichtig ist. Ja, was ich jetzt seit kurzem eben auch habe, ist, ich habe da einen alten Gaskocher aus früheren Campingbeständen. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man jahrelang campen ist oder wenn man da einfach auch was gewohnt ist, weil 5-6 Kilo glaube ich nicht ganz. Da koche ich eben auch schon draußen am Balkon teilweise. Wenn ich mal einen Kaffee mache, das mache ich alles da draußen, weil den Ofen einzuschalten und dann immer irgendwie das braucht halt einfach auch viel Strom. Und da merke ich einfach, das macht mir Spaß und da fühle ich mich gut damit, wenn ich weiß, aha, ich kann jetzt wieder einige Dinge einfach einsparen. Es ist schon auch so ein Hinweis für mich, diese Krise, die mir natürlich schon auch zeigt, wo bin ich in meinem Leben wirklich auch wieder so verschwenderisch oder wo kann ich eigentlich? Kleidung spare ich schon unglaublich. Da, wo ich merke, wo ich einfach gar nicht mehr so viel Geld ausgeben möchte, das ist bei den Lebensmitteln. Und da fährt es einfach auch ganz schön ein. Das merkt man meistens erst am Monatsende. Wenn man einkaufen geht, ist es immer noch so tragisch. Vorher hat die Butter, sage ich jetzt mal, 1,70 gekostet. Okay, jetzt kostet sie 2,49 im Vergleich. Das kommt einem mit den Euro nicht immer so wahnsinnig viel vor. Ja? Aber ich bin ja einer, der aus der Schilling- oder D-Mark-Zeit noch stammt. Und da weiß ich dann, von 1,69 auf 2,49, das ist fast das Doppelte. Und das schlagt sich natürlich nieder, weil wenn ich vorher für Lebensmittel, sage jetzt einmal im Monat, 500 Euro braucht habe oder 400, dann brauche ich jetzt nicht mehr 400 oder 500, sondern 700, 800, 900. Dann schlagt sich natürlich das brutal nieder. Also ich weiß, Lebensmittelbereich kann ich auch noch ziemlich sparen. Ja, und wie gesagt, unten habe ich noch ein Auto. Da erzeuge ich auch selber Strom damit. Also das Stromproblem werde ich nicht ganz so schnell haben. Natürlich, wenn wirklich mal Handy und das Ganze ausfällt, kann man sowieso nicht telefonieren. Aber dann habe ich halt Strom für mein Notebook. Ja, da kann ich dann schreiben, dokumentieren. Das heißt, es bricht dann nicht alles komplett zusammen. Ich kann meine Masterarbeit schreiben, das jetzt in dem nächsten Jahr auf mich zukommt. Und so Dinge, ich kann Akkus aufladen, ich kann Licht aufladen, die mit Akkus funktionieren, habe ich auch einiges. Da habe ich mir auch so ein Lichterl gekauft, das zeige ich euch dann auch noch. Da zum Beispiel, ich bin jetzt auf der Toilette, ist jetzt auch nicht unbedingt toll, aber da habe ich
zwei 10 Liter Behälter mit Wasser, ja, und die Badewanne volllaufen lassen, sollte man das Gefühl haben, dass jetzt für längere Zeit der Strom ausfällt. Das ist sowieso auch ein ganz wichtiger Tipp, aber wie gesagt, das findet ihr dann alle auf den Videos, die ich schon mal gemacht habe. Ich wollte euch jetzt noch das eine Licht zeigen, das habe ich beim Auto unten. Diesbezüglich werde ich halt dann jetzt trotzdem da noch runtergehen. Es sind einige Dinge, die ich einfach durch das öffentliche Stromnetz nicht mehr lade, weil ich einfach dann nächstes Jahr, wenn die Teuerung auch bei uns kommt, weil unser Energieanbieter hier garantiert bis Ende des Jahres keine Preissteigerung, aber wir wissen nicht, was dann nächstes Jahr los ist, und da möchte ich dann nicht blöd aus der Wäsche gucken. Das heißt, ich fange für mich einfach jetzt schon an, ja, zu schauen, wo ich einfach mich nicht einschränken kann, sondern wo ich sage jetzt, autonomer werden kann, weil das fühlt sich dann gut an. Wenn man sagt, oh, ich bin so eingeschränkt, ich habe da keinen Strom mehr und da mehr und da ist auch nichts mehr, dann fühlt es sich kacke an. Aber wenn ich sage, ich möchte einfach schauen, wo ich einfach selbstermächtigter, autonomer werde, autarker werde, dann fühlt sich das gut an. So, ja. Und das ist auch so eine Lampe. Die hat ein paar Funktionen. Ja. Die leuchtet so oder ein bisschen weniger. Ja. Oder man kann auch damit wie mit einer Taschenlampe leuchten. Ja, und das sind halt so Dinge, die kann ich dann halt. Wie schaut das jetzt wieder aus? Die kann ich dann halt auch mit meiner eigenen Stromerzeugung eben auch gut super aufladen. Das heißt, ich muss dann nicht auch ewig mit Kerzen herumhantieren. Ich habe dann noch anders, also eine Stirnlampe eben auch. Ich habe heute nachts im Auto gelaufen, habe so das Bedürfnis gehabt, jetzt ist nicht ganz so aufgeräumt. Jo, aber das einfach mal so zu meinem umgebauten Docker, auf den ich ja unglaublich stolz bin, zeige ich euch das einfach auch noch, weil ich habe das Ganze ein bisschen verschönert, frisch gestrichen, ja, diese Laden, auf die bin ich sehr, sehr stolz, schaut cool aus und ist sehr praktikabel, ja, und was auch noch ist, ich habe da einen Kühlschrank herinnen, einen Kompressorkühlschrank, der funktioniert eben auch mit 12 Volt und das ist natürlich auch super. Sollte wirklich mal was ausfallen, dann kann ich auch diesen Kühlschrank locker mit meinem Strom, den ich selber erzeuge, eben auch am Laufen halten. Der wird super kalt, der funktioniert toll mit 12 Volt und ja, und das ist natürlich auch kein Fehler, wenn man da was kühlen kann, wenn alle anderen keinen Strom mehr haben. Es fühlt sich gut an, wenn man sich selbst ermächtigen kann, wenn man autarker wird. Ich denke mal, viele Menschen haben auf ihren Häusern 10 Kilowatt Solarpanel oben und können natürlich gut Strom generieren. Nur wenn wirklich das Licht ausgeht bei einem Blackout, dann funktionieren diese Anlagen auch nicht mehr, weil man einfach Strom dazu braucht. Also das muss man einfach auch bedenken. Alles, was man irgendwie so hat, auch alternative Heizmöglichkeiten, wenn die einfach gesteuert werden, wozu Strom braucht, dann fällt das natürlich auch aus. Und das fällt bei mir eben nicht aus. Ich meine, wie gesagt, das schaut bei mir ein bisschen vogelwild aus. Da stehen so Batterien herum und dann sind da zwei so Panels und dann sind da ein paar Kabel herum. Ja, aber das funktioniert alles tipptopp und ich bin von nichts abhängig, von nichts, ja. Punkt, so ist es einfach. Ja, meine lieben Freunde, das in meinem Sinne, was ich hier nochmal dazu sagen möchte, eben auch in puncto Spiritualität und was ist, wenn ich mich damit beschäftige, ziehe ich das dann in mein Leben. Ich habe euch meinen Standpunkt klar dazu gegeben. In dem Sinne ist das Video jetzt, glaube ich, wieder relativ lang. Alles, alles Liebe von meiner Seite. Heute ist ein wunderbarer Tag. Schauen wir mal, was wir noch damit machen. In dem Sinne, ciao, ciao, tschüss und servus. Eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir plus da, hätte ich mal gesagt. Lasst mir einen Daumen hoch da. Und schaut auch auf meine Seite Bewusstes und Geosix Lebensmut
Ati, da gibt es einiges an Nahrungsergänzungen, die natürlich auch wichtig sind, dass man die hat und nicht dann kaufen möchte, wenn natürlich auch Amazon und alles andere auch nicht funktioniert. Baba, ciao, tschüss und Servus.